Sehenswürdigkeiten. Was sind Sehenswürdigkeiten? Die Frauenkirche, der Zwinger. Was sind Sehenswürdigkeiten? Okay. Ihr habt 5 Minuten, 10 Minuten. Und danach möchte ich eine kleine Präsentation über Norwegen. Ja? Ihr könnt zusammenarbeiten. Hm? Ich muss raus. Du bleibst liegen im Bett. Ich hole die Brötchen. Jetzt endlich auf. Der Kaffee kocht. Ja, was denn noch? Wie hattest du denn gern? Was darf denn nun? Ich hätte den Namen gewechselt haben oder nur Oslo. Oh, der Name der Stadt ist heute anders. Ja. Passiert das oft in anderen Städten? Nein. Ja, Bergen, Tilheim. Okay. Und wie viele Einwohner hat Oslo ungefähr? 4,6 Millionen. Ja. Ist das die größte Stadt in Norwegen? Oh ja, nein. Nein, in Norwegen nicht. Oslo hat 6 Millionen Einwohner. 4,6 Millionen ja. Einwohner. Okay. Oslo hat 500.000. Ah, okay, also Norwegen hat 4,6 Millionen. Ja. Oslo hat 500.000 Einwohner. Aber ist Oslo die größte Stadt? Ja. Oder ja. Aber es ist eine kleine Stadt, aber es hat viele Einwohner. Ah, okay. Ja. Und welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Was gibt es da zu sehen? Das ist typisch für Oslo. Holmenkollen. Vigelandsparken. Holmenkollen, es ist en rampe. Vigelandsparken, es ist... Moment, die Rampe, für was braucht man die Rampe? Zum Skispringen? Ja. Ja. Okay. Aber es ist... Okay, Vi har alt Vigelandsparken og Karl Johans gate, mit det slåss. Mit dem slåss, ja. Aker Brygge. Wohnt dort der König im Schloss? Ja. Ja. In der Neustadt finden wir sehr häufig solche Fassaden. Mhm. Da gibt es Künstler, die haben diese Fassaden gestaltet. Und das ist auch sehr typisch für die Neustadt. Man sieht meistens durch, was das bedeutet. Aber man kann dann seiner Fantasie freien Lauf lassen und dann überlegen, was das sein kann. Heute in der Neustadt sind zum größten Teil aus der Gründerzeit. Es war eine Bauepoche, die sehr produktiv war. Und damit ist die Neustadt, die Dresdner Neustadt, das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel Europas. Also wenn ihr euch die Häuser anguckt, ist es ja ein sehr ähnlicher Stil. Sehen sehr gleich aus, aber auch sehr schön. Und das nennt sich Gründerzeit. Oder es kommt aus der Gründerzeit, die Häuser, und der Stil heißt ein Gründerzeitstil. Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute begrüße ich in unserem Studio den weltbekannten Schriftsteller aus Brasilien, den Nobelpreisträger Herr Paulo Coelho. Herr Coelho, darf ich ein paar Fragen erstellen? Ja, klar. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Dankeschön. Die erste Frage an Sie. Worüber würden Sie sich gerne befragen? Trauen Sie sich aber nicht? Über Geschenke, die mir nicht gefallen. Mhm. Okay, mit wem streiten Sie sich am liebsten? Ich streite mit meinen Frauen. Gerne, ja. Okay. Welchen Politiker würden Sie vertrauen? Das ist fair. Ich würde jedem vertrauen, der glaubwürdig wäre. Worauf würden Sie nie verzichten?
auf das Leben. Freiburg. Marine Baden und Berg. Freiburg gelegen zwischen Kaisersturm und Schwarzwald, gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Durch viele Straßen in der Altstadt der Gewegen sind mit Kieselsteinen vom Rhein. Ja, ich bin Andrea Reyes, ich komme aus Chile. Ich bin zum ersten Mal in Dresden, aber ich bin zum zweiten Mal in Deutschland. Meine deutschen Freunde haben mich gewarnt, der Winter ist bei uns immer hart und du hast gut darauf vorbereitet. Das war mein erster Eindruck. Ja. Ein riesiger Kontrast zu der Landschaft in Chile, in Zentralchile, wo ich lebe. Schnee gibt es nur hoch in den Bergen. Und viele bei uns kennen gar keinen Schnee. Hier, ich möchte eine lustige Anekdote erzählen. Vor 2 Jahren, der Bürgermeister von Santiago den Schnee von den Bergen in die Stadt holen, damit die Leute den Schnee richtig anfassen können. Viele, inklusive mich, haben über ihn gelacht, trotzdem die Warteschlange war Kilometer weit. Mein dritter Domizil liegt in der Neustadt. Ich finde die Neustadt sehr interessant. Viele junge Leute, viele Cafés und viele Bars und schöne Architektur. Es ist nicht neu. Und ich mag das. Einer der schönsten Plätze in der Neustadt ist für mich Kunsthof. Außerdem ist die Neustadt für mich ein Symbol der europäischen Globalisierung. Hier haben wir ein typisches Beispiel dafür, Fusion kulinarisch. Der erste Tag und die surrealistischen Leiden. Hab viel Spaß, waren die letzten Wörter, die ich gehört habe, bevor ich in das Flugzeug einstieg. Wüsste ich alles, was in den nächsten Monaten passieren würde, würde ich nicht so viele Träume und Erwartungen in meine Koffer packen. Nach 13 Stunden im Flugzeug steige ich erschöpft aus. Fast alle Leute gehen auch gleich aus dem Flughafen weg, weil sie nur Handgepäck tragen. Selbstverständlich muss ich lange auf meine Koffer warten. Mit meinen Augen lokalisiere ich das Kofferband und schmiede einen Plan in meinem Kopf. Ich laufe resolut in Richtung Kofferwagen und nehme den ersten. Sogleich geht der Plan schief. Die Drehungen, die vermutlich da sind, um zu drehen, drehen nicht. Ich gebe nicht auf und schiebe, schleppe und zwinge, aber es passiert nichts. Also versuche ich den zweiten Wagen. Als ich ihn den ersten Zentimeter ziehe, bemerke ich, dass diese auch kaputt ist. Daraufhin denke ich, okay, kein Problem, ich bin ein Ingenieur. Dann ducke ich mich und schaue den Wagen von unten an, um das technische Problem zu finden und wenn möglich es zu beheben. Ich sehe sofort, dass der Wagen eine Bremse hat. Und schließlich verstehe ich die größte Wahrheit des Tages. Wenn zwei Dinge, die ganz gleich sind und beide wahrscheinlich funktionieren sollten, nicht ihren Zweck erfüllen, könnte der Benutzer das Problem sein, besonders in Deutschland. Eine ganz neue Schülerin. Mein
ersten Tag in Dresden. Am Montag habe ich meinen ersten Tag in Dresden verbracht. Am Anfang habe ich den Deutschunterricht in der deutschen Sprachschule. Wir haben über die Gräfin Kosel gesprochen. Gräfin Kosel war die Mätresse von August dem Starken. Die Geschichte ihrer Liebe war am Anfang schön, aber später tragisch. Im Endeffekt wurde Gräfin Kosel hinters Gitter auf fast 50 Jahre gebracht, wo sie dann starb. Nach dem Unterricht sind wir zum Schloss Pillnitz gefahren. Dieses Schloss ist dem Wasserpalais in Versailles ähnlich. Es hat chinesische Kulturelemente, zum Beispiel das charakteristische Dach und Bilder. Außerdem haben wir die Gondel gesehen. Früher ist August der Starke zu Gräfin Kosel mit dieser Gondel gefallen. Der Pillnitzer Garten ist auch sehr schön. Dort gibt es tropische Pflanzen, zum Beispiel Palme und natürlich die japanische Kamelie. Liebe Zuschauer, mein Name ist Henrik Johansson und schön, komm mal später. Ich habe auch ein paar kurze Fragen. Die erste ist nicht auf meinem Papier, aber ist es am meisten eine Kaffee oder eine Kerzenlade? Es ist. Die meisten Leute hier für Kaffee oder Kerzen? Beides gleich. Beides gleich? Beides gleich, ja. Meistens ist es so, wie die Herrschaften, die jetzt dort saßen, dass sie sich setzen, Kaffee trinken, ein Stückchen Kuchen essen und dann das Geschenk auf. Okay. So, wie viele Leute im Durchschnitt besuchen wir hier pro Tag? Das ist jeden Tag anders, das kann ich nicht einschätzen, kann ich nicht sagen. Na, wir waren hier am Samstag, das Kleine war ich besprochen. Ja. Ja. Aber im Winter ist samstags geöffnet. Von September bis März ist Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Und jetzt in den Sommermonaten ist Samstag geschlossen, weil da verschiedene Märkte sind, wie zum Beispiel jetzt im Kunsthof am Samstag. Da bin ich dann dort. Verstehe. So, wo bekommen Sie die Inspiration für die Speisen? Speisen. Ich komme aus der Gastronomie. Ich habe 18 Jahre in der Gastronomie gearbeitet, war in Süddeutschland, in der Schweiz und in anderen Regionen und habe dort Ideen gesammelt und lese auch gern Kochbücher und wenn mir irgendwas schmeckt, suche ich das dann auch. Okay. Und wie macht man eine Kerze zum Beispiel? Können Sie vielleicht später anschauen? Ja, das kann ich Ihnen sogar zeigen. Mittwoch und Donnerstag haben wir Kerzen ziehen, dann ist Mittwoch. Und im Prinzip können Sie dann selber eine Kerze machen. Ja, das ist ein Docht und da wird der Wachs draufgezogen, immer wieder eine Schicht nach der anderen. Und hier werden Kerzen gegossen. Das ist im Prinzip genauso um den Docht herum in ein Gefäß hinein wird das Wachs gegossen. So, die unterschiedlichen Farben, ist das Wachs? Different Wachs, unterschiedliche Wachse oder ist das? Das sind unterschiedliche Wachse bei zum Beispiel diesen Bildern drin, dann sind das unterschiedliche Wachse und ansonsten sind es verschiedene Farben und verschiedene Temperaturen. Aha. Okay. Dann vielen Dank. Hallo, meine lieben Freunde. Heute freue ich mich sehr, hier euch meinen Lieblingsort zu führen. Alarmpark. Okay, jetzt finden wir eine Jonglier. Jonglier. Ein Strohmann. Okay. Ja. Hallo. Salut. Ja, ich bin hier ein bisschen dreckig. Kein Problem. Ja, ich habe gesehen, Sie können solche Dinge sehr gut spielen. Ja, wie lange haben Sie schon gespielt? Das mache ich seit 6 Jahren. 6 Jahre. Oh. Aber jetzt können Sie uns zeigen. Wie soll ich spielt? Was zeigen? Ja. Mache ich ein bisschen Abstand wegen des Publikums.
Oh, Tor! Fantastisch! Oh! Okay, wunderbar. Toll. Ja, vielen Dank. Ja, sehr schön. So, ihr zieht ja rum und interviewt Leute. Ja, ja. Vielleicht manche Leute interviewen. Aha. Ja, ich zeig noch was. Okay. aber. Weil das Team mit China zu tun hat, letztendlich. Europäischer Tai Chi. Ja, das ist der europäische Tai Chi. Wissen Sie, in China gibt es auch chinesische Tai Chi. Ja, aber das ist der europäische Tai Chi. Oh, toll! Achtung! Schau mal, es gibt Blumen in dem Balkon. Ja, das ist der typische deutsche Stahlstuhl. Okay, jetzt, diese Gebäude sind sehr alt. Sie wurden ungefähr 100 Jahre aufgebaut. Ja, das ist mein Lieblingsgebäude. Okay, schau mal, ich liebe solche Wandbild. Aber ich hasse solche Graffiti. Ja. Endlich würde ich meine Wohnung zeigen. Ich wohne in der Rotenburgstraße 32. Hier ist die Tür, grüne Tür. Und ich wohne im Dachgeschoss. Meine Freunde, jetzt möchte ich sagen, kommt doch nach Dresden. Lasst euch einfach verwöhnen. Alles Gute. Freizeitzwang und ich kann endlich schlurren. Es gibt hier kein zu früh, zu spät. Die Welt ist frei von Früh morgens fang ich Fische, die Hütte steht schon
längst. Dann nähe ich mir einen Schutz und arbeite noch kurz. Dann ist die Zeit zum Nichtstun, lass alle Ängste gehen. Zellen können sich ausruhen, Gewichte zurücklehnen, nicht mehr zusammenreißen. Jede Sehne macht sich lang, ich muss jetzt nichts mehr leisten, Entspannung ist ein Klang. Meiner kleinen Insel, da kann ich gut relaxen. Ich habe eine kleine Präsentation gemacht für dich. So, das ist mein Leben in Dresden. Bitte. Wir arbeiten mit Infrarotkameras. Und das ist ein Wärmebild von Dresden, so das ist die Frauenkirche mit dieser Kamera gemacht und ja, es gibt viel Colors. Farben? Farben. Farben. Die große Überraschung. Das ist die deutsche Sprachschule, Leute. Und kannst du die Lehrerin recognize? Erkennen. Erkennen. So, das ist Dorota. Und die ganze Studentin. So, die Wärme. Sehr wärme Studentin. Ja? Hast du Lust? Dann mit dem Salsa tanzen. Neue Stelle gesucht. Mhm. Jetzt bin ich schon seit 4 Monaten hier. Ah. Hat dir dein alter Arbeitsplatz nicht mehr gefallen? Naja, weißt du, ich habe dort viel zu wenig verdient. Ich konnte mir ja nicht einmal ein Auto leisten. So, außerdem habe ich mich überhaupt nicht mit dem Chef verstanden. Ja, ich erinnere mich, dass du dich immer über ihn geärgert hast. Und
Wie hast du nun diese Stelle gefunden? Ja, dort eine Anzeige. Mhm. In der Zeitung. Ich habe mich beworben und sie wollten mich sofort einstellen. Ja, da hast du aber genug gehabt. Ja, das stimmt. Ich verdiene mehr, kann viel selbstständig arbeiten und die Kollegen sind sehr auch nett. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mehr kann man sich nicht mehr wünschen. Ja, hast du recht. So was kann ich für dich tun. Oh, ich brauche da auch eine neue Stelle. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Ja.